Hallo und ein herzliches zu einem neuen Part von Stray. Ja. Im letzten Part haben wir alle Notizbücher gesammelt und Momo zurückgegeben. Diese hat uns kurzerhand auf eine Mission geschickt und das Fenster hier geschlossen, durch das wir hier rausgekommen sind. Das heißt, es gibt kein Zurück mehr. Wir müssen das definitiv erledigen. Ich hoffe, wir können nochmal zurück zu den Dächern. Da würde ich gerne mehr erkunden. Ja. Aber nun gut. Dann müssen wir wohl weiter. Aber wir sind ja eigentlich immer noch bei den Dächern, aber... falls ist. Nun ja, die Gegend, da könnten wir jetzt nicht mehr richtig erkunden. Ich dachte, vielleicht kommen wir da eh wieder zurück. Aber egal. Die Dächer. Oh je, ich sehe schon wieder diese Viecher, diese Zorks. So, ich habe Taschenlampe jetzt auf T gestellt. Falls wir es brauchen wollen. Würden. Kann ich auch hier auf diese... Nein, kann ich nicht. Oje, oje. Ich habe vorher übrigens ein bisschen bei den Errungenschaften geschaut und gesehen, dass es eine Errungenschaft dafür gibt, das Spiel... um Feinde anzulocken. Ah. Oh mein Gott. Ah, schon wieder Windows-Taste. Jetzt schnell weg hier. So. Ist das die Musik oder höre ich gerade was angerannt? Komm. So. Da sind noch mehr von diesen Viechern. Sind wohl angeblich die einzigen, die den Viechern entkommen können. Hat Momo zumindest gesagt. Vielleicht sollte ich Miau noch mal auf eine andere Taste legen als auf Alt. Komme ich vielleicht zukünftig nicht mehr auf Dings, auf die Windows-Taste. Ist eigentlich aktuell irgendwas auf Steuerung? Vielleicht kann ich es darauf legen. Wäre vielleicht auch klüger. Naja. Egal. Jetzt müssen wir damit leben. Die Musik ist cool. So. Ich hoffe, die tauchen jetzt nicht gleich irgendwie irgendwo auf. Und überraschen mich. Aber das erklärt auch, warum die Viecher vorhin an diesem Roboter dran waren. Oh, was heißt vorher? Das war im ersten Part. weil die das Metall fressen wollten. Ah, ne, hier, merken. Das hat was
Die Stadt ist voller Neon. Das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein, Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, in ihren Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Noch eine Erinnerung. Sind die eigentlich in der Reihenfolge? Wir haben sehr, sehr viele übersehen. Oder können die noch kommen? Ich hoffe mal letzteres. Okay, da kann ich auch hochspringen. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Vermutlich eher nicht, ne? Nee. Okay. Dann geht's. Hier weiter. Dann hier. Und dann? Doch nicht hier? Ah, so. Überall diese Stacheln. Die müssen wir vermutlich wieder rollen, oder? Laufen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir auch runterfallen könnten, wenn wir zu lange stehen bleiben. Weil dann rutschen wir runter und nun ja. Das wäre nicht so gut. Ach, die Leiter benutzen. So. Was zur Hölle ist das hier eigentlich? Sind das diese... Sind das Nester oder so von diesen Zurks? Oder... Was genau ist das? Wollen wir es überhaupt wissen? Ich weiß es nicht. Huch. Oh, die kommen... Oh, die warten schon auf uns. Aber die scheinen hier nicht durchzukommen. Die Viecher sehen echt eklig aus. Oh! Kann ja rausgucken. Also gut, lass uns sehen. Okay. Ich wollte nur wissen, ob da irgendwas Lustiges vielleicht sagt. Ah, warte. Okay. Also ich komme hier wohl nicht weiter. Sehe ich das richtig? Ah, perfekt. Haha. Sehr schön. Hier könnten wir die Tür theoretisch auch hacken, aber warum sollten wir das wollen? So, die müssen wir wahrscheinlich wieder nach drüben rollen. Rolli, rolli, roll. Gut, wäre auch schwierig gewesen mit den Zugs hier. Die hätten mich definitiv angefallen. So.
Eklig, was auch immer das sein soll. Ein Wunder, dass die Katze hier lang läuft, weil es sieht irgendwie nicht so appetitlich aus und Katzen sind ja auch sehr reinliche Tiere. Aber nun gut. Oh. Nee, das sind nur die Nester. Laufen wir mal hier entlang. Hoffentlich schlüpfen die nicht gleich. Oh. Ahne Böses. Oh, wo müsste ich denn hier theoretisch als nächstes lang? Ja, hier hoch? Tschüss, Eimer. Und bopp. Okay, gut. Die schlüpfen nicht. Warte, dann will ich die mir mal kurz genauer anschauen. Aber ich glaube, das sind definitiv die Eier. Muss ich doch nicht, seit ich drüber laufe, okay. Na dann. So, dann weiter. Scheinen sich ja überall auszubreiten. Es gefällt mir ganz und gar nicht, hier entlang zu laufen. Ich hoffe halt, ich übersehe hier nichts. Oh je, da sind neue. Ich frage mich halt, ob das irgendein Dings ist, was der Mensch erschaffen hat und die deshalb hier das verlassen haben. Oder weshalb die hier sind. So, wie mache ich das denn am besten? Ich muss wahrscheinlich nach da drüben. Ich weiß halt jetzt nicht, ob es so klug ist, die jetzt anzulocken oder eher nicht. Es hat funktioniert. Ha! Es hat funktioniert. Gut. Da drüber könnte ich theoretisch springen. Ich will mal was versuchen. Was sind das für Geräusche? Ach. Oh mein Gott, die können hochspringen. Okay. Die hören mich nicht. Na, hier hoch? Okay. So, jetzt sind wir sicher. Was waren das gerade für Geräusche? Keine Ahnung. Ich glaube, ich werde es auch lieber nicht wissen. Ah, okay, das schwingt zurück. Warte, dann nochmal. Hopp, so. Hier um sich nichts. Erstmal. Aber ich höre die Viecher schon wieder. Hier lang nicht.
Ach, die sind wieder hinter so einer Tür, die wir hacken müssen. Oh, das sieht ganz danach aus, als müssen wir da rein. Guck mich mal um. Ob wir die irgendwo hinlocken könnten. Oh, hier ist aber sehr viel, aber was zu merken. Erstmal. Nekokorb. Ups. Sie waren für die Abfallwirtschaft zuständig. Haben die aber versagt. Als der Müll aus der oberen Ebene die Slums überflutete, versuchten sie, ein Bakterium zu gewinnen, das alles auflöst. Nachdem die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium. Sie wuchsen und fraßen weit mehr als den Müll. Jetzt haben wir Zurks. Los geht's. So sind die also entstanden. Okay, es scheint, als hätten wir definitiv ein paar Erinnerungen übersehen. Naja, aber das werde ich mal dann noch nachholen. Wenn ich es nicht mehr kann. Alles klar, jetzt ist auch die Frage geklärt, wie die erschienen. Aha. Nee, ich glaube, da müssen wir hoch. Aber wie können wir das machen, ohne dass die uns essen wollen? Ah, ich habe eine Idee. Lauf, kleines Katzi. Was? Ich... Oh. Das ist... Oh. Mann. Oh, Maus. Oh, hier sind die gar nicht. Aber ich habe hier eine Maus. gehabt. Dann halt nochmal. Diesmal in der Hoffnung, dass es funktioniert. So, jetzt sind die da drüben gefangen. Perfekt. Jetzt können wir die Röhre benutzen, um die hier nach vorne zu rollen. So. Springen wir hier drauf und nicht wieder runter. Habe ich die jetzt zu weit gerollt? Scheint so. Warte. Nein, wir wollen die Tür jetzt nicht hacken. So. Oder müssen wir das von der anderen Seite machen? Nee, weiter geht's ja nicht. Ach, wir mussten einfach nur näher dran. So, die Zirks waren also Bakterien. Okay, doch, die sind... Aber nicht alle doof. So. Nicht alle sind doof. Ein paar sind runtergefallen. Was ist das für Geräusche? Oh, die sehen schon irgendwie eklig aus, die Viecher. Naja. Aber seht ihr, alles wieder vom Menschen. Alles wieder vom Menschen. War ja mal wieder so klar.
Menschen wollen alles sich so hin zurechtbiegen, wie sie wollen. Und machen am Ende eh alles kaputt. Okay. Okay, das war jetzt einfacher als gedacht. Einfach da sitzen geblieben. Weg, die ekligen Viecher. Hervorragend. So, hat ja jetzt doch besser geklappt als gedacht. Die Tür funktioniert nicht mal. So, aber zum Glück haben wir B12, sonst würden wir nie so weit kommen. Ja. Ja, es war ein bisschen hoch, der Sprung, ne? Da ist ein Aufzug. Oh. Ah, hier müssen wir den Sendeempfänger anbringen. Was Farbe? Schmeiß sie um. Schmeiß die Farbe um. Nein. Das hätte ich vorhin machen sollen. Schau, die Aussicht. Von hier oben aus ist es wunderschön. Ich erinnere mich jetzt. Die Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Sie sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markiert. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe. Völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war nicht nur, in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ja, dass die Zirks nach außen können, oder was? Nein. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Ja, lass die Zirks nach draußen. Ist in Ordnung, ja. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Ah, das ist eine große Erinnerung wohl gewesen. Jetzt können wir die Farbe doch noch runterschmeißen. Aber ich bin froh, dass die automatisch stoppt, wenn wir einen Rand erreichen. Ich glaube, sonst wäre ich so oft schon runtergefallen. Pop. Ha. So. Jetzt guck mich noch mal kurz um, dass wir auch hier alles haben. Ach, das ist die Tür. Wir sind hier. Befestige den Sendeempfänger an dieser Antenne. Das haben wir doch gerade gemacht. Okay. Gut.
Aber ich glaube, hier gibt es nicht mehr. Dann gehen wir zurück. Hopp. Oh, alles dunkel. Erstmal putzen. Ja, das ist auch gut so. Sind ja in irgendeiner Schmotze. Die Slums Teil 2. Sind in irgendeiner Schmotze rumgelaufen. Erstmal die Schmotze loswerden. So. Wo ist Momo hin? Eine Notiz. Schau mal, ein Zettel. Kleiner Außenweltler, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet! Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... Ganz einfach. Also alle sich das kurz merken. Ich lasse euch kurz 3 Sekunden Zeit. So, ich hoffe, ihr habt euch das jetzt alle gemerkt. Achtet auf die Groß- und Kleinschreibung. Ja, wir sehen uns in der Bar. Momo. Das muss der Code für das Fenster neben dem Eingang sein. Los geht's. So. Das der Code ist in deren Sprache geschrieben. Das Schloss für das Fenster. Der Code lautete es war ein H, glaube ich. Fehler, falscher Schlüssel. Ups, mein Fehler. Okay, versuchen wir es noch einmal. Und dann war es ein O oder war es eine 0? Schauen wir mal. Erfolg! Es hat geklappt. Momo ist in der Bar und wartet auf uns. So. Jetzt braucht ihr euch den Code nicht mehr merken. Jetzt müsst ihr euch nicht mehr anstrengen. Das war der Ball. Ich dachte gerade, was liegt denn hier? Wir können wieder. Wupp! Okay, wenn ich nach links steuere, läuft sie nach rechts. Und wenn ich nach rechts steuere, läuft sie nach links. Ich stecke hier irgendwie. Jetzt. Oh, ich krieg die Tüte nicht mehr weg. Jetzt ist sie weg. Ah. Ich kann auch mit linker Maustaste das Licht anmachen. Aber nicht mehr aus. Das muss ich T drücken. Blub, 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 blub. Okay. So, hier kennen wir ja alles. Dann nach außen. So, jetzt ist die Frage, wo ist die Bar? Weißt du, wo die Bar ist? Lass uns Momo finden. Er scheint aufgeregt zu sein. Mal sehen, was da los ist. Nein. Wee. So, jetzt müssen wir nur noch die Bar finden. Oh, die verschwinden einfach. Ich habe keine Ahnung, wo die Bar ist. Dich kennen wir schon. Weißt du zufällig, wo die Bar ist? Oh, hey, du bist es. Was für ein komisches kleines Kerlchen, aber irgendwas strahlst du aus. Ich fühle mich veranlasst, dich zu streicheln, aber tu es nicht, weil ich weiß nicht, warum. Er streichelt mich nicht, weil er nicht weiß, warum? Hä? Nein. Notenblatt? Ich spiele kein Instrument. Tut mir leid. Okay. Wir haben jetzt noch diese Notenblätter in unserem Inventar anscheinend. So. Und was haben wir bestellt? Energy Drink. Okay. Wir haben uns den Energy Drink bestellt. Oh.
sei nicht so unfreundlich. Ignoriere mich nicht. Bist du Müll? Ja, er hat was reingeschmissen. Hey, du. Oh, hier ist noch was zu merken. Ruht in Frieden, ihr Menschen. Die Menschen waren die ersten Bewohner hier. Jetzt scheinen sie alle tot zu sein. Was glaubst du, wie es ist, tot zu sein? Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das sage, aber sind sie wirklich im Frieden? Werde ich im Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht, wie sich der Tod für eine KI anfühlt. Tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht verderben. Lass uns weitermachen. Wir haben noch eine Erinnerung. So, wir bestellen uns mal nochmal was. Energy Drink Sweet 2K entnehmen. Dude. Gute Musik. Ich weiß nicht warum, aber für die Roboter in den Slums scheint das eine Art Zahlungsmittel zu sein. Die Dosen? Okay. Aber coole Musik, die hier gerade spielt. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Was ist das für ein Geräusch? Hallo, jemand zu Hause? Es ist okay, du kannst gehen. Der Wächter sagte, dass es nicht die Zirks waren. Hat das jetzt die Tür aufgemacht, oder? Nee. War witzig. Damit wir auch was sehen. Damit wir sehen, dass hier eine Sackgasse ist und nicht 5 Stunden gegen eine Wand laufen. Und denken, ach ja, wo kommen wir denn hier raus? Weil wir den Eimer eingetippt haben. Ich glaube, der Eimer macht die Geräusche. So. Dann machen wir hier ein Päuschen. Leider sehe ich hier nirgendwo ein Plätzchen zum Schlafen. Oh, da ist der Typ wieder. Hi! Hm, der ignoriert uns. Naja. Dann werden wir uns einfach hier hinsetzen. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich will mich einfach nur... Nein, dann setzen wir uns hier halt nicht hin. Oh, hier gibt es noch was. Wo ist das? Omas Kleidung. Hier ist also Omas Kleidung. Dann machen wir doch bei ihr hier Schluss. Können wir uns hier... Können wir hier nirgends schlafen? Dann nehmen wir halt diesen Stuhl. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bye, bye.